Liebe Investierte, liebe Interessierte, das Jahr 2023 hat im ersten Quartal offensichtlich besser begonnen, als die meisten von uns sich das erwartet hätten. Der DAX beispielsweise hat seit Jahresbeginn mehr als 12% zulegen können. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und wir sind skeptisch, ob sich diese positive Entwicklung in den kommenden Wochen und Monaten fortsetzen wird. Der Grund hierfür ist eine Verschlechterung der monetären Rahmenbedingungen über gleich drei Dimensionen. Wir haben höhere Leitzinsen, wir haben verschärfte Kreditbedingungen und wir haben einen Rückgang in der Liquidität. Lassen Sie uns diese drei Faktoren mal etwas genauer beleuchten. Wir sehen hier die Leitzinsen der amerikanischen und der europäischen Zentralbank. Wir wissen, dass die volle Wirkung höherer Leitzinsen erst mit einer Verzögerung von etwa 12 bis 18 Monaten auf die Realwirtschaft durchschlägt. Das heißt, die bremsende Wirkung der vergangenen Leitzinsanhebungen, die werden wir erst in den kommenden Monaten spüren können. Und Anfang Mai werden wahrscheinlich beide Zentralbanken ihre Leitzinsen noch weiter anheben. Der zweite Grund für die Verschlechterung der monetären Rahmenbedingungen ist eine Verschärfung der Kreditstandards. Unmittelbar, nachdem wir den letzten Monatskommentar Anfang März abgedreht hatten, setzte ein Bankenbeben ein. Die akute Phase dieser Bankenkrise, die scheint bereits hinter uns zu liegen, doch weiterhin schichten amerikanische Bankkunden im großen Stil Gelder um, raus aus wenig verzinslichen Girokonten rein in hochverzinsliche Geldmarktfonds. Und dieser Liquiditätsabfluss ist eine Belastung für die zahlreichen kleinen amerikanischen Banken. Eine Reaktion darauf dürfte sein, dass diese Banken in ihrer Kreditvergabe restriktiver werden. Wir sprechen dann von einer Verschärfung der Kreditstandards. Das haben wir bereits vor der Bankenkrise in den USA wie auch in der Eurozone beobachten können und das wird sich vermutlich in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter verstärken. Kredit aber ist der Schmiermittel für die Volkswirtschaft. Wenn Unternehmen, wenn Konsumenten schwieriger an Kredite rankommen, ist dies ganz klar eine Belastung für die konjunkturelle Dynamik. Und der dritte Faktor für eine Verschlechterung der monetären Rahmenbedingungen ist ein Rückgang in der Liquidität. Wir beobachten sowohl in den USA wie auch in der Eurozone einen Rückgang in den Geldmengenaggregaten, hier die Geldmenge M1. Aus der Historie wissen wir, dass ein schwaches Wachstum bei den Geldmengenaggregaten mit einer gedämpften konjunkturellen Dynamik einhergeht. Und nun haben wir es nicht mal mehr nur mit einem schwachen Wachstum der Geldmengenaggregate zu tun, sondern sogar mit einem Rückgang. Wir sind davon überzeugt, dass diese dreidimensionale Verschlechterung der monetären Rahmenbedingungen die Konjunktur in den kommenden Monaten belasten wird. Und auch die Finanzmärkte werden höchstwahrscheinlich noch den einen oder anderen Rückschlag erleben. Wahrscheinlich kommen diese holprigen Märkte, die wir eigentlich bereits im ersten Quartal erwartet hatten, wahrscheinlich kommen die erst in den kommenden Wochen und Monaten auf uns zu. Wir bei Antea sind daher weiterhin recht vorsichtig positioniert. Vor allem halten wir relativ viel Liquidität vor, um in der nun erwarteten Phase der holprigen Märkte Kursrückschläge als Einstiegsgelegenheiten nutzen zu können. Mittelfristig hält sich der Konjunkturausblick dann auf, also abnehmende Inflationsraten, die Hoffnung auf niedrigere Leitzinsen, vor allem seitens der amerikanischen Zentralbank und ein insgesamt stabileres weltweites Konjunkturbild, das sollte dann auch die Finanzmärkte gegen Ende dieses Jahres stabiler sein lassen. In der holprigen Phase, die jetzt auf uns wartet, dürfte der Goldpreis weiterhin gut unterstützt bleiben. Auch Gold hat seit Jahresbeginn schon rund 10% zugelegt. Es ist zwar nicht alles Gold, was glänzt, aber das Gold, das glänzt auf jeden Fall. Dies war für den Augenblick nur ein kurzer Überblick. Behalten Sie den Weitblick.